Hallo ihr Lieben. So, wir haben wieder mal Post bekommen. Es gibt richtig schöne Sachen. Und ich hab Magnolie bekommen. Ich habe ganz tolle Magnolie. Und wenn man das jetzt nicht wüsste, die sieht wirklich aus wie echt. Und das Schöne ist, ich habe ganz, ganz viel bestellt. Und es gibt ja immer einige, also ich habe jetzt hier 2 Kisten voll. Und es gibt ja immer einige von euch, die gern Sachen bestellen und die auch das aus dem Video, die Arbeiten, gern nachmachen. Und dazu habe ich mir was ganz Tolles ausgedacht, weil ich habe nicht nur diese schöne Magnolie, sondern ich habe auch diese tolle Birke, weil die ist nämlich selten so schön weiß und so dünn. Das ist ein Träumchen. Und wenn man das mit einem schönen Obstbaumzweig kombiniert, dann ist es natürlich ganz toll. Das zeigen wir jetzt gleich im Video. Und als Angebot für euch, weil so schöne Magnolie gibt es nicht immer, als Angebot für euch kann ich euch das hier mit Birke und mit Obstbaumzweig, würde ich euch das versenden für 35 Euro, also inklusive Porto. Ja, das sind dann 29 Euro für die Sachen plus 6 Euro das Porto. Und das könnt ihr euch auch bestellen und könnt die tolle Vasendeko, die wir jetzt gleich zeigen, die könnt ihr euch nachmachen mit diesen wunderschönen Materialien. Und vor allem das Schönste daran ist, sie bleiben so, sie halten. Das ist genial. So, und ich wollte euch jetzt gerade nochmal zeigen, dass Magnolien einfach verschieden sein können. Und die hat jetzt zwar die schönen großen Blüten, ja, aber nicht so viele Verknotzelungen. Kann man natürlich auch Zweige dazu machen, aber wenn man nur einen Zweig Magnolie in die Vase stellt, dann ist es natürlich super, wenn man die hat mit diesen vielen, mit diesen vielen Ästen und Knospen, dann wirkt es natürlich besser, wenn man nicht so ein großes Arrangement hat, wie wir jetzt gleich haben. Und genau diese, wenn ihr werdet ja wahrscheinlich nur eine oder maximal zwei haben, dann macht die natürlich unheimlich viel Show. Ja, aber jetzt geht's gleich weiter zum Video. Hallo liebe YouTuber. Normalerweise bin ich ja immer total für frische Blumen zu haben. Aber wenn jemand so eine Vase hat und da kam jetzt eine Kundin mit dieser, wow, mit dieser super, super schönen Vase. Und da bin ich eigentlich, ich glaube, die kann man jetzt nicht immer mit frischen Blumen füllen, weil das würde ein Vermögen kosten. Und da bin ich auch mal ein Freund davon, dass dann wieder mal Seidenblumen auch zum Vorschein kommen. Und die Kombination aus Seidenblumen und natürlichen Blumen, das ist natürlich eine richtig, richtig tolle Sache. Aber man muss sich schon gut überlegen, wie man das macht. Und genau darum geht es in dem heutigen Video. So, aber bevor wir die Seidenblumen brauchen, müssen wir natürlich mal erstmal einen richtig schönen Aufbau machen. Und vor allem muss ich mir überlegen, wie bekomme ich in dieser tollen, großen Vase, wie mache ich eigentlich, ja, wie bekomme ich diese Blumen fest und so. So, um hier richtig gut arbeiten zu können, setze ich mir die mal auf den Hocker. Und ich habe, ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen vorgearbeitet, weil was wir natürlich hier immer sammeln, wir sammeln immer Styropor. Und es gibt immer so ein, einige von euch, die haben sich von uns schon was schicken lassen. Und wir haben dann die Sachen schön ausgepolstert. Das heißt, hier hängen immer ein paar Säcke mit Styropor im Keller. Und ich habe erstmal angefangen, die Vase mit Styropor zu füllen. Und ich habe auch, weil in Trockensteckmasse kann ich ja auch schön stecken, und habe auch diesen Eimer mal mit Trockensteckmasse gefüllt. Die quietscht total beim Schneiden. Das wollte ich euch ersparen. Und deswegen habe ich das vor dem Video gemacht, weil die Geräuschkulisse, die muss nicht sein. Aber das ist jetzt wirklich Trockensteckmasse und keine Nasssteckmasse. Ja. Und das ist jetzt eigentlich, naja, eigentlich schon ganz gut. Aber der Eimer, der eiert hier ein bisschen rum. Und man ist dann natürlich immer auf der Suche. Entweder man nimmt jetzt eine richtig schöne, dicke Noppenfolie und kann die da drum umwickeln. Oh, mein Werkzeug fällt auch um. So, ja, eine schöne, dicke Noppenfolie. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ich habe da zufällig, keine Ahnung, was damit verpackt war, aber ich habe da zufällig so richtig was richtig Schönes gefunden. Die sind also auch so aus Schaumstoff. Und die habe ich dann da mal reingemacht. Und
Ich hebe so manches auf und ich weiß eigentlich immer nicht so genau, für was ich das brauche. Aber es gibt dann doch viele Dinge, die man richtig, richtig gut benutzen kann. Und dieser schöne Schaumstoff, ja, diese Schaumstoffteile sehen fast aus wie im Schwimmkurs, diese, ja, diese langen Stangen, die man da hat, ne, als Nichtschwimmer. Nudeln. Genau. Sagt man dazu. Nudeln? Ah, Nudeln höre ich gerade. Dankeschön, ja, so ähnlich. Und die, ja, das ist jetzt schon nicht schlecht. Also, ich muss aufpassen, dass die nicht doppelt sind am Rand, ja, weil der Rand muss natürlich an jeder Seite gleich dick sein. Aber ich bastle, ich baue. Ja, ich baue mir jetzt also diesen Untergrund hier rein. Und so nach und nach wird es. Ja, das sitzt also jetzt auch schön auf Spannung, ja. Unten ist der Styropor, der ist also auch schön fest. Und toll ist natürlich mit dem Styropor, das Ding hat dann auch kein Gewicht. Ja. Das ist auch super, weil Gewicht brauchen wir ja wirklich nicht. Und jetzt probiere ich dann nochmal mein Eimerchen rein. Ja, der ist mir immer noch ein bisschen zu locker. Ich mache hier nochmal, ich setze genau da an, wo meine Schaumstoffschlange geendet hat und mache einfach noch eine Umdrehung dazu. So. Und ich glaube, so langsam haben wir unseren gewünschten Halt. So, einmal der Eimertest. Cool. Ja, das ist jetzt super. Am Schluss darf natürlich keiner die Technik sehen, das ist klar. Das wird immer schön versteckt. Aber das ist jetzt echt perfekt. Der Eimer sitzt richtig stramm. Also es fällt nichts hin und her. Das ist eine tolle Lösung. Damit auch keiner unsere Technik sieht, gibt es natürlich in meinem Geschäft immer die adäquaten Mittel. Und wir legen jetzt erstmal Moos auf die Basis drauf. Ja, damit wir eben unsere kleine Trickserei und unseren Eimer, den müssen wir jetzt natürlich erstmal verstecken. Und dann erst fängt die Arbeit an, natürlich zu wirken. Kommt eigentlich keiner drauf, dass wir so Sachen benutzt haben, die man normalerweise eigentlich in gelben Sack stecken würde und die natürlich sonst im Müll landen. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine Form von, naja, Upcycling. Nein, das Gefäß ist kein Upcycling. Nein, ich korrigiere mich. Das ist so, also das Gefäß ist wunderschön, aber es ist natürlich einfach so groß, dass wir einen gewissen Platzfüller brauchten. Ja, auch das Moos, das ich immer so schön hier kaufe, da ist also leider nicht alles schön. Aber ich suche jetzt natürlich die schönsten Stücke raus. Und so, erstmal das Moos schön legen. Genau. So, das ist doch jetzt schon mal wunderbar. Und ich könnte zwar theoretisch kleben, ich möchte aber eigentlich gar nicht so gern kleben. Ich mache das lieber so, dass ich Drahtstücke nehme, also einen Steckdraht. Und da forme ich immer ein U und stecke einfach dieses U, ja, das sind Stücke, die sind etwa 15 cm lang, da forme ich ein U und dann stecke ich damit den Draht in diese Trockensteckmasse. Natürlich nicht in den Schaumstoff, da komme ich nicht so gut rein. Ich gehe schon in die Trockensteckmasse, das ist einfacher. Dann haben wir jetzt doch eigentlich eine schöne Basis. Ich lasse in der Mitte noch ein bisschen was frei. Falls ich nachher noch mal ein bisschen Moos brauche, kann ich das immer noch nehmen. Aber ich lasse jetzt erstmal in der Mitte ein bisschen was frei, weil jetzt kommt auch meine natürliche Basis. So, ich habe das Gefäß jetzt auf den Boden gestellt, weil jetzt kommt natürlich der Zeitpunkt, wo ich auch wirklich, es steht ja bei der Kundin auch auf dem Boden, und jetzt kommt auch der Zeitpunkt, wo ich gern sehen möchte, wie die
die realistische Höhe ist, ja, und wie das dann aussieht. Und ich finde da dieses Gerät ja sehr, Entschuldigung, da dieses Gefäß ja sehr wuchtig ist, kann ich natürlich auch ruhig auch eine Höhe gebrauchen, ja, dass die Relation auch gewahrt ist. Deswegen habe ich hier also schöne Obstbaumzweige mit diesen tollen Flechten. Der untere, der ist mir aber doch ein bisschen zu, der sprießt mir doch zu sehr raus, den mache ich mal ab. Und was ich jetzt auch machen muss, damit ich diesen Zweig schön in die Vase einstecken kann, ist, ich mache jetzt einen schrägen Anschnitt. So, mit meiner tollen Astschere, die ja wunderbar immer schneidet. Genau. So, jetzt kommt wieder mein alter Trick. Ich muss es doch einfach gleich machen. Ich nehme einfach, ich bin ja auf der Leine, ich nehme den Ast zwischen die Knie und kann ihn wunderbar schräg anschneiden. Das ist super. Ja, ihr seht also, der ist auch noch gar nicht so alt. Der ist noch schön knackig. Der ist noch richtig grün. Also wenn ich den jetzt in die Vase stellen würde, würde er wahrscheinlich Blätter tragen. Aber der bekommt jetzt kein Wasser, weil der kommt jetzt in mein Trockengesteck rein. Ja, ist super, dass der Styropor drunter ist, weil ansonsten wäre der Eimer jetzt natürlich auf dem Boden. Ich habe des Weiteren habe ich natürlich auch noch richtig tolle Magnolienzweige mitgebracht, weil ich würde die Vorderseite von der Vase jetzt tatsächlich, dass diese Verästelung und so, dass die zum Betrachter, also jetzt zu dir, dass die Verästelung zum Betrachter zeigen. Und die Magnolie, die ist natürlich sehr dekorativ, weil die diese Knospen hat. Und da muss ich den Zweig aber auch noch mal schneiden. Also man merkt, das hat alles kein Gewicht, ja. Man merkt auch, wie schnell das schaukelt. So, den muss ich jetzt noch mal schneiden. Und zwar hier, kurz vor dieser Verästelung. So. Und es ist immer schön und dekorativ, wenn so ein Gesteck in einer gewissen Form, ja, also in dieser aufrechten Form ist. Also ich nehme jetzt nicht die Zweige und lasse die alle so in die verschiedenen Richtungen, sondern es ist so von der Vase, dass es schon so eine Parallelarbeit ist, also parallel nach oben gesteckt. Ich denke, ich brauche noch ein bisschen Moos. So, das lege ich jetzt einfach mal locker da drauf. So, weil die Steckmasse müssen wir dann doch noch abdecken. So, wir Floristen sprechen dann immer vom Wuchsmittelpunkt, ja, so dass alles eben im Wuchsmittelpunkt, dass es zusammenläuft. Und ich habe diese Magnolie, die habe ich jetzt, kann ich jetzt auch hier einfügen. So, ich muss jetzt selber mal gucken, weil wir muss natürlich auch jetzt erstmal so ein bisschen beobachten, ob das jetzt so gut ist. Aber ich denke, die Magnolie in der Länge, die brauche ich. Und das ist auch gut so. Und die zweite Magnolie, die würde ich auch noch ein bisschen tiefer einfügen. Und ich brauche auch für dieses Gefäß wirklich noch mehr Magnolie und auch noch mehr Natur. Ja? Und ich hole noch mal Magnolie nach. Und ich denke, dann machen wir auch mit diesem Gefäß weiter, weil da fehlt natürlich noch, da fehlt noch das Feintuning. Aber dazu hole ich mehr Magnolie und dann kommt der nächste Teil, dann geht es weiter, weil das wird noch viel, viel schöner. So, jetzt kommt Teil 2 von unserem Video. Wir haben uns Nachschub besorgt mit der Magnolie und hier ist die Eva. Eva, genau. Ihr kennt mich ja schon. Ich mache das jetzt mal fertig hier. Ich werde jetzt den Birkenast ein bisschen kürzen, dass er da reinpasst, weil so wäre er zu störrig. Da kommt wieder unsere tolle Astschere zum Einsatz. Zack. Genau. Jetzt ist da auch eine kleine Spitze. Jetzt müsste das da gut reingehen. Wir haben ja hier unsere Trockensteckmasse.
Genau, da muss man jetzt ein bisschen Kraft anwenden, dass das alles hält. Jetzt machen wir die Magnolie. Einen schönen Magnolienzweig, den kann man auch ein bisschen biegen, dass der ein bisschen schön guckt. Stimmt, da sind Drähte drin in den Zweigen, oder? Ja, nicht ganz. Also, aber es ist trotzdem ein bisschen biegsam. So, das Ganze zu machen. Nochmal die Form ein bisschen korrigieren, weil das ist jetzt sehr ausladend hier mit den Zweigen. Die nehme ich jetzt nochmal weg, dass das Ganze ein bisschen schmaler wird, beziehungsweise die Magnolie dann zur Wirkung kommt. Das ist zu lang. Da muss man halt gutes Werkzeug, weil da ist Draht dann drin. Kommt wieder die Drahtschere zum Einsatz. Ganz wichtig, nicht mit der Baumschere probieren, weil die ist dann kaputt. So, ich stecke das da rein. So. Dann kann man im Gefäß auch noch mal ein bisschen biegen. So, und dann wollten wir noch die. So, ich ziehe gerade mal die Vase ein bisschen in die Mitte, weil wir haben so viel Geraffel dahinter, dass wir sonst gar nicht sehen. Dass wir sonst gar nicht genügend das Gesteck sehen. So, also an Magnolien würde ich sagen, ist es jetzt ausreichend. Dann kann man noch ein bisschen Birke mit reinmachen. Kann man auch entweder nur reinlegen oder ein bisschen festkleben mit Heißkleber. Ich glaube, ich würde sogar nur reinlegen, weil dann kann man immer die Deko optional ein bisschen ändern. Um das Ganze noch ein bisschen lebendiger zu machen, kann man hier auch noch Spinosa noch reinmachen. Oder man kann auch Mühlenbeckia nehmen, wobei das ist brauner, das ist noch ein bisschen trockener. Das würde ich aber leicht feststecken, sonst fällt es runter. Wo, Eva, wo bekommt man Spinosa? Das heißt, ist Euphorbia Spinosa? Das im Blumenladen, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das gibt es sonst gar nicht, sonst nirgendwo. Das ist tatsächlich. Das glaube ich auch, Floristen. Ja. Das ist jetzt. Kann man aber bestimmt bestellen, dann auch beim Floristen. Hier sind wieder die schnellen Finger von der Eva. Genau. Ja, immer zack, zack. Drahthaken. Ja, und wie hast du es jetzt? Genau, so, einmal Drahthaken mit. Und dann einfach reingesteckt, dass das nicht runterfällt. Den Draht wie ein U formen und dann mit den schönen langen Drahtstücke und damit in die Steckmasse einfügen. Genau. Ich darf nicht so viel reden, mir wurde es von den YouTubern verboten, aber manchmal muss ich doch dazu was noch erklären. So, hinten lege ich auch noch ein bisschen drauf. Dann legen wir auch noch mal einen Draht. So, das mache ich genauso. Ah, super. So, jetzt könnt ihr noch mal ein bisschen, ich habe ja hier von meiner Birke noch was übrig. Einfach noch mal was rausschneidet. Den könnte man auch noch damit hineinmachen. Den muss man natürlich auch irgendwie fixieren. Also wir brauchen immer wieder Steckdraht. Das mache ich euch auch noch mal in die Videobeschreibung. Steckdraht zum Fixieren ist total wichtig. Da habe ich jetzt einen dickeren genommen, weil die Birke ja relativ schwer ist. Und den stecke ich dann da fest. Jetzt guckt da der Draht raus. Das ist aber nicht so schlimm. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Moos und kleben das drüber. Ich erzähle ja so gern, dass ich die Technik immer verstecke. Genau, das ist nämlich der Grund, weil man sieht sonst von Weitem schon dieses Drahthäkchen. So, dann habe ich hier einfach ein bisschen Moos und einen Heißkleber. Und schon ist er versteckt, der Draht. Super. So.
Jetzt habe ich da hinten. Da hinten finde ich, muss jetzt auch noch ein bisschen Weiß hin. Das ist so ein bisschen mehr. Den würde ich jetzt auch noch da hinten drauf machen. Da mache ich ein bisschen Moos drauf, dass man die Technik nicht sieht. Kamera kommt hinterher, genau. So. Oh, das ist toll, wenn man da mit der Kamera guckt, diese tollen Flechten. Also auch die Rückansicht ist schon toll. Das sieht schon super aus, wenn ich mich mal... Aber... Wir wollen das Ganze jetzt gleich von vorne. Wir gehen jetzt mal vorne einen neutraleren Hintergrund und dann können wir euch unser Werk auch mal zeigen. So, okay, jetzt sind wir hier draußen. Jetzt kann man sich das Kerlchen mal ganz angucken. Ja, ich denke, wichtig ist, dass die Form wiederkommt, dass es schmal bleibt, nicht zu ausladen ist. Das haben wir ja gemacht, indem wir die Zweige abgeschnitten haben hier. Unten die Birke rein, dass es so ein bisschen wiederkommt, auch die Farbe von den Zweigen. Ja, ich würde es jetzt so lassen. Ich finde ihn schön so. Und ja, und hier kann man jetzt mal sehen, was das für einen riesen Unterschied macht, wenn das jetzt mal für sich steht. Weil bei uns im Laden mit diesem ganzen Gerappel, da ist es irgendwie nicht sichtbar. Und hier draußen ist es gleich, man guckt es an und sagt, wow, das ist echt der Hammer. Also, Eva? Ja, gut. Daumen hoch, super Arbeit. Die Kundin wird sich freuen. Gut. Und viel Spaß beim Nachmachen euch. Tschüss. Tschüss.